unterhalte mich heute mit Jan Metzler. Jan Metzler ist der Direktkandidat des Wahlkreises Worms. Und wir werden heute über meine Vision von Deutschland reden. Zuerst werde ich Jan ein paar Fragen stellen, die mich schon sehr, sehr, sehr interessieren. Und die erste ist ein bisschen normal. Wie alt bist du? Jetzt 36. 36. Ja. Ist quasi doppelt so alt wie ich. welcher Partei gehörst du an? Der CDU. Seit wann bist du in der CDU Mitglied? Seit meinem 18. Lebensjahr. Okay. Ja. Man sieht Parallelen. Ja. Hattest du schon einmal überlegt, in eine andere Partei einzutreten? Ganz zu Beginn war das zweifelsohne für mich so. Ich komme aus einem recht unpolitischen Haus, dass ich mich mit verschiedenen Parteien auseinandergesetzt habe. Habe aber dann die größte Schnittmenge für mich bei der CDU gefunden und bin der bisher auch treu geblieben und werde das, denke ich, auch weiterhin sein. Okay, sehr gut. Dann meine letzte Frage, warum kandidierst du für den Deutschen Bundestag? Weil ich unheimlich viel Spaß an demokratischen Prozessen habe, mich einbringen zu können. Das hat mich schon immer fasziniert und ich glaube, das war auch so die Triebfeder, warum ich überhaupt in die Politik gegangen bin. Und weil ich jetzt die letzten 4 Jahre, in denen ich im Deutschen Bundestag sein durfte, eben für mich eins ganz grundsätzlich festgehalten habe, ich möchte Dienstleister für die Menschen hier vor Ort sein. Okay. Und das spannt mich eben an. Ich habe so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, so viele neue Dinge lernen dürfen jeden Tag. Das macht riesig viel Spaß und das möchte ich gerne weitermachen. Deswegen kandidiere ich erneut. Das freut mich. Das soll auch so sein. Dann kommen wir gleich mal zur ersten Vision von mir. Und zwar der Bildung. Ich bin jetzt 18 Jahre alt, mache in ein paar Monaten, ein Dreivierteljahr mein Abitur. Und dann ist mein erster Abschnitt meines Bildungsstandards gefertigt sozusagen. In meinem Video habe ich über Bildung geredet als Basis der Gesellschaft. Weil nur durch Bildung können wir irgendwo hinkommen. Was hältst du von Gesamtschulen? Also erstmal finde ich es schon mal gut, dass du Bildung als die Basis für alles genommen hast, weil es gibt den schönen Satz, wer nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben. Von Gesamtschulen halte ich insofern wenig, als dass ich jemand bin, der ein differenziertes Schulsystem, und zwar in der äußeren Differenzierung, eben für das bessere Format hält, weil am guten Schluss findet man immer eins. Wenn man die Einheitsschule zum Schluss hat, dann hat man nicht für jeden das einheitlich Bessere, sondern am Tagesende wahrscheinlich für alle das einheitlich Schlechtere. Und dann diejenigen, die sich dann erlauben können, die Bildungspolitik mit dem Geldbeutel zu machen, das sind dann diejenigen, die ihr Kinder als erstes auf die Privatschule schicken. Und insofern kann dann am Tagesende wahrscheinlich für alle, wenn man diese Differenzierung nicht mehr hat, im Endeffekt das zweifelsohne Schlechtere rauskommen. Und vielleicht noch ein Satz zum Schluss. Ich bin noch in der Zeit in die Schule gegangen, da gab es Hauptschule, Realschule, Gymnasium und ich habe damals immer in dem Grundsatz gelebt, kein Abschluss ohne Anschluss. Das ist ein durchlässiges Schulsystem gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch nicht als Verbrecher erachtet, dass ich auf der Realschule war, habe mich da tierisch wohlgefühlt und insofern bin ich ein großer Anhänger eines gegliederten Schulsystems. Okay. Also ich höre jetzt schon so ein paar Meinungen raus, die zum Beispiel mit meiner Meinung gleichstehen, weil ich war ein Jahr in Amerika und genau dort habe ich das Gleiche gemerkt. Also in Amerika gibt es ja die Highschool, was auch eine Gesamtschule ist. Dort ist dann zum Beispiel auch das Thema Inklusion ziemlich groß geschrieben. Ich habe einfach gemerkt, okay, das ist eine verstaatliche Schule, ganz normal. Aber es ist halt so, dass die was wirklich lernen wollen, irgendwann nur noch zweimal die Woche in die Schule kommen, weil sie genau wissen, okay, das, was ich in der Schule lerne, das kann ich in 2 von 5 Tagen in der Woche lernen und die restlichen 3 Tage mache ich zu Hause irgendwas Additionelles, von wegen, ich lese mir jetzt mal ein Buch durch, was mich interessiert oder so. Natürlich gibt es dann noch die krasse Variante, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auf eine Privatschule, weil das staatliche Schulsystem einfach zu schlecht ist. Und genau das ist mir dann auch aufgefallen. Ich meine, ich als 15-Jähriger habe dort meinen Abschluss mit fast Jahrgangsbester gemacht. Deswegen sehe ich da auch irgendwo eine Gefahr als Gesamtschule, dass die Standards einfach nicht hoch genug sind. Sodass halt, wie du gesagt hast, zwar vereinheitlicht wird, aber das dann vielleicht für manche Menschen einfach nicht das Richtige ist, weil sie vielleicht in anderen Fächern, Bereichen mehr gefördert werden müssten, wo andere vielleicht keine Defizite haben. Genau. Wir können uns ja in ganz Deutschland die Landkarte ansehen und wir haben ja Bildungsföderalismus
Und wir haben ja in allen Richtungen im Endeffekt schon Experimente am offenen Schülerinnen und Schülerchen vollzogen. Und was auffällt, ist ja, dass diejenigen, die im Endeffekt der Differenzierung treu geblieben sind, unterm Strich maßgeblich besten abschneiden als diejenigen, die immer weiter vereinheitlicht haben. Also insofern, ich glaube, da gibt auch die Draufsicht schon ein bisschen recht. Okay. Ja, also wir kommen ja aus Rheinland-Pfalz. Wir sehen ja, was bei uns leider in den letzten 20 Jahren mit dem Bildungssystem passiert ist. Aber ganz konkret, auch ich bin zum Beispiel jemand, der die Inklusion ziemlich fördern möchte. Nicht aus dem Grund, dass ich irgendwie sozial mich jetzt irgendwie raushängen möchte, sondern ich finde, jeder Mensch hat auch einfach ein Recht auf Bildung. Auch Behinderte, auch Leute, die vielleicht aus prekären Situationen kommen. Also Inklusion ist ja nicht nur, wie behandle ich die Behinderten an Schulen oder so, sondern ist ja viel mehr. Mhm. Wie stehst du zu dem Thema Inklusion und wie würdest du das dann versuchen durchzusetzen, wenn es keine Gesamtschule gäbe? Naja gut, also die Frage ist ja immer, wenn man auf das Thema drauf guckt, und dann muss man zunächst schon mal die Frage stellen, was haben wir bereits? Und was wir haben, sind ganz fantastische Förderschulen. Mhm. Da muss ich nur nach Osthofen gehen und die Wonnegau-Schule beispielsweise besuchen, mit einer fantastischen Direktorin und einem fantastischen Team. Und wenn ich dann in Kontakt mit der Frau Fahl bin und dann eben realisiere, dass im Endeffekt die Infrastruktur der Förderschule beispielsweise dieses Inklusionsangebot schon ganz maßgeblich dadurch prägt, dass man in kleinen Gruppen eben die individuellen Nöte auch abholt, die eben eine Inklusivschülerin oder ein Inklusivschüler eben auch entsprechend hat, dann muss ich sagen, dann haben wir schon eine Infrastruktur, die zweifelsohne schon wirklich viel, viel mitbringt. Mhm. Die Frage ist jetzt generell, ob man jetzt quasi das, was man hat, aufgehen lässt im Regelschulsystem. Ja. Und da muss ich dann ganz freiwillig sagen, da muss ich dann auch die Grundsatzfrage stellen, ist es überhaupt machbar, dass man den Regelschulen, die ja sowieso schon viele, viele Aufgaben immer mehr leisten müssen, das jetzt dann auch noch aufstülpt, wenn im Endeffekt quasi das, was jetzt schon alles dort funktionieren soll, quasi auch quasi mit heiser Nadel gerade läuft. Und da muss ich ganz freiweg sagen, liebe Leute, da ist es doch vielleicht das Bessere, dass man eben jenen, um die es maßgeblich geht, und das sind die Schülerinnen und Schüler, vielleicht eher die kleine Gruppe lässt, die man in den Förderschulen momentan hat, ja, die Hausaufgaben erst einmal im Regelschulsystem so abarbeitet, wie sie auch notwendigerweise abgearbeitet werden müssen, und sich vielleicht dann mit neuen Projekten dran macht. Aber einfach jetzt das Etikett zu wechseln und ganz toll Inklusion drüber schreiben und am Tagesende hinterm Ist-Zeichen dann ein Ergebnis zu haben, was schlechter ist als der Ist-Zustand, das finde ich wenig förderlich und schafft auch keine Inklusion, so wie wir sie wollen. Okay, also fassen wir zusammen, bei der Bildung geht es nicht um Gesamtschulen, sondern um den Föderalismus im System selbst, sozusagen, dass wir mehrere Schulformen haben, für die dann jeder oder jede entscheiden kann, was die beste für einen ist. Ich sehe so jeden dort abzuholen, wo er steht. Genau. Und das Ganze eben zu paaren mit dem Leistungsprinzip auch. Ja? Also ich meine, in der Beziehung, glaube ich, arbeiten wir ganz gut, dass man Fördern und Fördern eben in Kombination mit dem entsprechenden Leistungsergebnis zusammenbringt und dann denjenigen, aber auch die weitermachen wollen, den Anschluss gibt. Also ja, genau. Dann eben von der Realschule, ich habe mein Abi nachgeholt etc. Also ich habe da nirgendwo mich in eine Sackgasse geführt. Okay. Genau, das ist dann jetzt quasi das wichtigste Ziel, dass quasi so eine vertikale Bewegung stattfinden kann. Genau. Sodass niemand, der jetzt vielleicht bei der Hauptschule anfängt, Angst haben muss um seine Zukunft, denn das ist ja der Haupttenor der heutigen Zeit, der heutigen Eltern vielleicht auch, dass es quasi ohne Studium hat man keine Zukunft, dass man halt quasi diesen Gedankengang einfach ein bisschen schmälert und sagt, nein, es gibt ganz verschiedene Wege, wo man hingehen kann, wo man sich weiterentwickeln kann. Und nur weil man jetzt in der Hauptschule, Realschule anfängt, heißt es nicht. Das Menschsein fängt nicht erst mit dem Studium an. Also ein Handwerk zu lernen, kann auch in Bezug auf die Zukunftsperspektiven sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnen. Also da glaube ich, da müssen wir uns auch insgesamt auch ein Stück weit von diesem Gedanken lösen. Jetzt muss alles studieren. Das glaube ich, ist wenig zielführend. Okay, alles klar. Dann, wenn wir jetzt quasi einer Meinung sind, was das Bildungssystem angeht, ist natürlich die Frage, also es stellen sich jetzt zwei Fragen, und zwar erstens, du hast vom Bildungsföderalismus gesprochen, der leider in Deutschland vorherrscht.
Wie versucht man oder wie würdest du diesen versuchen zu reduzieren oder gar zu vereinheitlichen? Naja gut, es gab ja jetzt schon immer wieder Versuche, das zu tun. Und ich wäre jetzt wahrscheinlich auch ein Politiker, der das Blaue vom Himmel runter verspricht, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt im Endeffekt die Möglichkeit, das sofort von heute auf morgen zu ändern. Punktuell ist uns das gelungen, Kooperationsverbote sind in Teilen aufgelöst worden und ähnliches mehr. Nur am Tagesende muss man einfach festhalten, jedes Mal, wenn Bund-Länder an einem Tisch saßen, hat man sich an dieser Stelle eben nur punktuell bewegen können. Da gab es zwar ein bisschen Verschiebebahnhof, aber am Tagesende hat man auch nur Teilen davon geändert. Und ich glaube, da wird sich bisweilen auch nur punktuell auf Zukunft hinaus was ändern lassen. Das kann man bedauern, aber da bin ich zu realistisch, als dass ich jetzt das Blaue vom Himmel runter verspreche. Man hat ja aber auch einen anderen Grundgedanke mit dem Ganzen gehabt. Man hat ja gesagt, man möchte Wettbewerb im System. Und der Wettbewerb soll ja dann auch so ausfallen, dass man sich an den besten Modellen vielleicht auch ein Stück weit Orientiert. orientiert. Genau, ja. Dass das natürlich punktuell jetzt genau in die andere Richtung ausgegangen ist, das ist zu bedauern. Aber ich glaube, ein Land wie Bayern oder ein Land wie Sachsen wird sich nicht davon abbringen lassen, seine eigene Position, weil es auch läuft, im Endeffekt dann zu schmälern, was ich ja verstehen kann. Ja, gut, ein perfekter Übergang zur zweiten Frage. Wenn der Bildungsföderalismus jetzt, sage ich mal, die nächsten 5 Jahre nicht beendet wird, wie könnte man dann vielleicht dennoch dieses System, was wir gerade vorgestellt haben, unterstützen, zum Beispiel finanziell? Wie könnte man den Bund irgendwie reinkoppeln in das System, sodass der Bund als Bildungsministerin, die wir jetzt schon haben, da mehr Kompetenzen oder auch finanzielle Unterstützung bekommt? Das haben wir jetzt beispielsweise in der laufenden Legislaturperiode ganz intensiv diskutiert und wir haben ja eine der intensivsten Grundgesetzänderungen seit Jahren gehabt, seit Jahrzehnten muss man sagen. In Teilen haben wir jetzt das Kooperationsverbot aufgelöst. Und unter Normalverbraucher war es nicht mehr zu erklären, nach dem Motto, ihr habt Überschüsse im Bund in Milliardenhöhe, aber bei uns hier vor Ort ist die ist das Schuldach oder ist das Schuldach kaputt, die Toilette sind absolut marode etc. pp. Und ihr habt da oben das Geld, aber es kommt bei uns nichts an. Also die Umlenkrolle übers Land, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. So, jetzt hat man eben genau an der Stelle, aus dem Punkt, den du eben auch in deiner Vision eben klar forderst, hat man eben auch jetzt in Teilen aufgelöst und hat jetzt eben im Endeffekt das möglich gemacht, dass der Bund direkt beispielsweise bei baulicher Erhaltung von Schulgebäuden zukünftig eben direkt auch eingreifen kann. Das hat man gemacht, aber auch dagegen hat es große Widerstände gegeben. Und ich meine, hat auch das Grundgesetz eben auch ein Stück weit eben mit Veränderungen jetzt notwendig gemacht. Aber es war gut und richtig, das zu tun. Okay, dann wäre der erste Block schon mal fertig. Dann kommen wir gleich zum zweiten, und zwar zu meiner Vision der Digitalisierung. Ich denke, gerade ich als 18-Jähriger, ich bin damit aufgewachsen, mein Handy liegt sogar hier. Lustigerweise, man sieht bei dir noch die Armbanduhr. Ja, ganz klassisch. Ganz klassisch. Dann kommt zum Beispiel bei mir die Frage, wie kann man die Digitalisierung nutzen? Denn aus meiner Sicht, sie kommt. Wir müssen jetzt auf den Zug aufspringen. Die Frage ist nur, wie schnell fährt der Zug und schaffen wir den Sprung? Mit meiner Vision habe ich zum Beispiel gesagt, okay, ich möchte mehr Umfragen schalten. Denn für mich als quasi Neupolitiker, ich weiß ja gar nicht, was soll ich da jetzt machen. Ich habe zwar meine Vision und ich habe meine Meinung, aber was ich jetzt auch in anderen Bereichen meines Lebens schon gemerkt habe, wenn ich andere Leute vertreten habe, was ich schon öfters gemacht habe, zum Beispiel Schülersprecher oder ich bin jetzt auch im Landesvorstand der LandesschülerInnenvertretung von Rheinland-Pfalz, wo ich 410.000 SchülerInnen vertrete. Das bedeutet, ich habe 1/2 Million Menschen quasi hinter mir, die natürlich alle was Unterschiedliches denken, die andere Fragen haben, unterschiedliche Meinungen äußern wollen. Und dann steht es mir als Individuum natürlich nicht zu, quasi irgendwie zu sagen, ja, okay, meine Meinung wird schon die sein von den 1/2 Million, die ich jetzt hier vertrete. Deswegen ist jetzt ganz klar meine Frage, wie würdest du zum Beispiel das Tool, das Umfragentool, mehr nutzen? Ich habe zum Beispiel ein tolles Unternehmen gefunden, das heißt MySchool Digital. Das bietet jetzt eine App an für zum Beispiel Schulen oder halt auch andere Bildungsinstitutionen, wo alle Schüler einen Account bekommen und dann kann man in der App zum Beispiel Umfragen schalten. Man kann
Informationen austauschen. Was macht die SV? Für was soll der Schulleiter jetzt eine Rede halten? Was weiß ich. Wie stehst du dazu? Also zum einen glaube ich, dass generell die Möglichkeit der Digitalisierung, sei es jetzt für Umfragen oder das Feld geht ja viel weiter, dass uns das Möglichkeiten gibt, über die wir vor 10 Jahren, vor 20 Jahren noch nicht immer im Traum haben, darüber nachdenken können. Und ich glaube, dass das, was du mit deinem Smartphone anstellen kannst, im Endeffekt etwas ist, was unser Leben ganz maßgeblich die letzten Jahre beeinflusst und verändert hat. Und ich gebe mal zwei Beispiele. Ich glaube, dass Demokratisierungs- und Informationsprozesse heute ganz anders ablaufen. Du kannst Menschen viel näher an Entscheidungsprozesse eben anbinden und einbinden, weil der Informationsfluss heute viel, viel direkter über soziale Netzwerke läuft. Ich kann aber auch eben viel, viel mehr Information generieren, die einfach unnötig ist. Und du musst natürlich aufpassen, weil umso mehr Information man produziert, umso weiter marginalisierst du auch teilweise Fakten. Und du begräbst dir unter einer Flut von Informationen, unter einer Flut von Umfragen etc. pp. Und das Eigentliche, was Fakt ist, kann marginalisiert werden, beziehungsweise man muss halt auch teilweise aufpassen, was in solchen Netzwerken dann auch teilweise auch an Fake News transportiert wird und ähnliches mehr. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist gut. Wir sprechen ja heute auch von der Liquid Democracy. Wir haben die Möglichkeit, Menschen direkt zu informieren, wir haben sie die Möglichkeit, direkt mit einzubeziehen, und ich bin auch der Meinung, das sollte man auch alles tun. Das tue ich auch mit meiner Facebook-Community eben größtmöglichst auch nutze. Ich schalte da meine eigenen Umfragen auch mit meinem Team. Aber man muss eben auch das, denke ich, mit Maßen Ziel machen, weil es hilft uns auch nichts, wenn wir allesamt eben von so viel Informationen erschlagen werden, dass der eigentliche Wesenskern dort damit überhaupt nicht mehr getroffen wird. Und der geht darum, dass man im Endeffekt nach wie vor die richtigen Entscheidungen in einer ziemlich stürmischen Zeit trifft. Und da hilft es auch, denke ich, am allerbesten, wenn du einen klaren Kopf mit sehr viel, sage ich mal, konzentrierten Informationen hast. Natürlich von großem, breitem Bild, aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns dann mit Informationen tot haben. Okay, dann noch eine letzte Frage zum Themenblock Digitalisierung. Ich weiß nicht, ob du damals, falls vor einem guten Jahr, kam der Film Terror raus. Das war auch ein Theaterstück, das aufgeführt wurde. Und da ging es ganz klar darum, dass quasi das kleinere Übel auch wieder gewählt wurde. In dem Falle nämlich ein Flugzeug, was eigentlich gekidnappt wurde von Terroristen, was in das Münchner Fußballstadion reinfliegen sollte, wurde abgeschossen. Das bedeutet, man hat quasi das kleinere Übel von lieber 200 Toten anstatt 70.000 Toten gewählt. Und das Interessante an diesem Film war, der lief dann im ARD und auch auf anderen Kanälen, danach gab es quasi eine Umfrage, eine Abstimmung, ob dieser Pilot, der jetzt trotzdem 200 Leute abgeschossen hat und getötet hat, ob er quasi jetzt dafür verurteilt werden kann. Und interessanterweise haben bis zu 96% quasi für einen Freispruch gestimmt. Wenn man sich jetzt aber die rechtliche Lage anguckt, ist es alles andere als 96% klar, ob er jetzt wirklich verurteilt werden könnte oder nicht. Und das ist einfach ein ziemlich gutes Beispiel aus meiner Sicht, um zu zeigen, vielleicht sind rechtliche Standards oder dieses ganze bürokratische Gedöns, was ja in Deutschland ziemlich hochgeschrieben wird, gibt eine Meinung vor, aber dann gibt es halt noch die Meinung des Volkes, die Meinung der Bürger, die vielleicht eher auf moralischer oder irgendwie soziologischer Hinsicht eine Meinung bilden. Findest du das dann irgendwie schade, dass es natürlich dann so zwei Gegensätze sind, sodass natürlich das Volk vielleicht nicht so eingebunden werden kann, wie wir es gerne wollten? Denn man sieht dann hier, der Rechtsstaat wird aufgehoben in gewissem Maße, der Tod wird ja dann irgendwo legitimisiert. Und auf anderer Seite können wir aber quasi nicht das Volk fragen, denn anscheinend gibt das Volk uns irgendwie eine Meinung vor, die nicht wirklich rechtens ist oder vielleicht nicht so, wie wir es sehen. Siehst du da quasi ein Problem? Ganz klassisch, das sind diese zwei Ebenen, Bundestag und quasi die Bürger, die vielleicht die Politikverdrossenheit ein bisschen anspornen. Jetzt
hast einen riesen Bogen geschlagen. Von einer wirklich heiklen Situation bis hin zur politischen Verdrossenheit und den unterschiedlichen Sichtweisen auf die Politik. Also, generell mal eins festgehalten. Gesetze und Rechte funktionieren, oder das Recht an sich funktioniert hier nicht aus sich selbst heraus. Gesetz und Recht wird von Menschen gemacht. Und im besten Falle des Falles funktioniert das Ganze auf Basis einer Demokratie. Und in einer Demokratie werden Repräsentantinnen und Repräsentanten, die im Endeffekt Gesetze machen, Gesetze auch entsprechend verabschieden, ja aus der Mitte des Volkes heraus bestimmt. Per demokratischer Wahl. Das ist das beste Modell, zweifelsohne, natürlich auch mit Schwierigkeiten. Winston Churchill hat immer so gesagt, die schlechteste, aber ich kenne keine bessere Form, an Land zu regieren. Und ich glaube, von dem Grundsatz her genommen ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, dass Menschen, die politisch Verantwortung tragen, eben auch innerhalb der Bevölkerung permanent auch unterwegs sind. Und jetzt kommen wir mal zu diesen heiklen Entwicklungsszenarien, die allesamt eben jetzt auch von dir beschrieben worden sind. Also ich glaube, Moral und Ethik sollten immer auch ein grundsätzlicher Bestandteil eben auch von politischen Entscheidungen und auch Entscheidungsprozesse sein und sollten auch die Handschrift im Endeffekt in den Blick auf unsere Gesetzgebung auch tragen. Ja. Insofern will ich das jetzt auch noch einmal betonen, ist das ja nicht so, dass das zwei verschiedene Sphären sind, nach dem Motto, das Volk ist hier und die Gesetzgebung sollte hier sein, sondern das Ganze sollte ja organisch ineinander verwoben sein und aus sich heraus geschehen. Und eins zum Abschluss, natürlich hast du aber auch Extremsituationen, gerade wenn es um Terrorismus geht, wo im Zweifel dann Entscheidungen zu treffen sind, die knallhart sind und die im Zweifel dann auf eine Person sich hin reduzieren. Und dann ist die Frage immer der Verantwortung. Wer übernimmt Verantwortung? Und wenn ein Minister beispielsweise dann die Verantwortung innehat, eine Entscheidung zu treffen, ob jetzt etwas passiert oder nichts passiert, dann ist eins so sicher wie das Amen in der Kirche. Er muss dafür Verantwortung tragen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Bevölkerung wirklich maßgeblich auch vermisst hin und wieder. Dass Menschen auch für ihre Entscheidung gerade stehen und Verantwortung übernehmen. Und das nennt man Rückgrat und das ist in der Politik notwendig. Sehr schönes Schlusswort für diesen Blog. Dann kommen wir zu meiner letzten Vision, und zwar zur Wirtschaft. Denn neben der Bildung, die maßgeblich quasi die Säule der Gesellschaft ist, ist natürlich die Wirtschaft der Rahmen für die Gesellschaft. Denn, seien wir mal ehrlich, wenn wir uns andere Länder auf dieser Welt anschauen, da sehen wir andere Wirtschaftssysteme, da sehen wir vor allen Dingen anderen wirtschaftlichen Wohlstand und dann sehen wir auch andere Gesellschaftsstrukturen. Das bedeutet ganz klar, wie versuchen wir diese Wirtschaft vielleicht anzuspornen, denn da ist die Wirtschaft ja im Wettbewerb, vor allen Dingen Zeiten der Globalisierung. Und meine Vision, die ich dann auch beschrieben habe, war ganz klar zu sagen, wir wollen zum Beispiel auch in Rheinland-Pfalz, was ja eher ländlich geprägter Raum ist, versuchen, mehr Innovation reinzubringen, mehr Bewegung und sich mehr zu trauen, auch wieder diese Verantwortung zu übernehmen. Und da war meine Meinung, dass wir zum Beispiel Startups unternehmen, gibt es ja ein paar, ich meine Apple zum Beispiel, bestes Beispiel, die zu fördern. Und ganz klar zu sagen, wie können wir diese fördern? Indem man zum Beispiel das erste Jahr steuerfrei macht per Gesetz, sodass sie sich ein Jahr lang mit dem Produkt am Markt etablieren können. Sie können das Produkt vielleicht nochmal variieren, sie können interne Geschäftsstrukturen verbessern, ändern, adjustieren, was weiß ich. Und dann nach einem Jahr kann man ja immer noch gucken und kann sagen, okay, hat es jetzt was gebracht, macht es Sinn? Und dann kann man von diesem Punkt aus weitergehen. Denn ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich mich zum Beispiel was traue und es im Endeffekt schief läuft, muss ich ja dafür gerade stehen. Mhm. Und das, glaube ich, hemmt ziemlich viele Leute. Das ist der Grund, warum ganz viele Leute sagen, okay, ich gehe lieber in ein großes Unternehmen, da kann ich 30 Jahre lang arbeiten, das ist Sicherheit für mich, das ist für meine Familie Sicherheit und sie haben gar nicht diesen Bedürfnis danach, vielleicht was Eigenes zu machen, weil sie da irgendwie zu viele Gefahren drin sehen. Und dann ist die Frage, wie kann der Staat, wie kann vielleicht ein Politiker dazu beitragen, dass halt diese Gefahr vermindert wird, sodass
vielleicht ein bisschen mehr Innovation reinkommt, gerade hier in Rheinland-Pfalz. Also wenn ich mich mit Startups beispielsweise in Berlin unterhalte, dann sagen mir die Unternehmerinnen und Unternehmer, sie sind erfolgreich nicht dank der Politik, sondern trotz der Politik. Genau. So, und jetzt muss man da auch mal ein Stück weit sich selbst, glaube ich, als politisch Handelnde ein Stück weit zurücknehmen und muss einfach eins realisieren. Ob jemand motiviert ist, motiviert genug ist, unternehmerisch aktiv zu werden, das ist vor allem etwas, was innerhalb des Menschen selbst passiert. Und da ist auch ganz maßgeblich natürlich die Frage, was passiert beispielsweise in Schulen und was passiert innerhalb einer Gesellschaft insgesamt. Und ich glaube, zu einer unternehmerisch agilen Gesellschaft gehören zwei Dinge. Erstens, wir brauchen, wenn man unternehmerisch tätig sein möchte, auch eine Kultur nicht nur des Erfolgs, sondern auch eine Kultur des Scheiterns. Mhm. Und zwar dahingehend, dass wir nicht das Scheitern sofort verurteilen. Und zweitens, wir müssen letztlich auch den Erfolg auch gönnen. Wenn jemand wirklich Erfolg hat, dann muss man das jemandem auch gönnen. Und wenn ich in den USA beispielsweise erlebe, da gibt es tolle Geschichten, die dann allesamt erzählt werden. Von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und das spannt an. Wenn man irgendwo in Kalifornien sich auch mal mit dieser Szene auseinandergesetzt hat, dann erlebt man, dass die Leute einfach sagen, so, Wahnsinn, toll, klasse. Und ich glaube, im Endeffekt, um das zu knacken, braucht es vor allem das. Erstens, es braucht Motivation über interessantes Storytelling, über interessante Geschichten. Und zweitens, ich muss halt auch mal für mich reklamieren, wenn ich unternehmerisch tätig bin, braucht es als erstes Verantwortungsbewusstsein von demjenigen, der es machen will. Und es braucht aber auch zweitens, wenn ich halt auch mal auf die Schnauze falle, eben auch eine Gesellschaft, die insgesamt sagt, ja, nicht nur dem Motto, das habe ich gewusst und ist schon immer so gewesen. Und da müssen wir auch einfach sagen, okay, der hat es jetzt gelernt und das nächste Mal klappt es. Es gibt eine schöne Geschichte, da erzählt jemand in einem wunderschönen Video, dass er 4 Unternehmen gegründet hat, die allesamt schiefgelaufen sind. Und dann hat er gesagt, und das 5. habe ich endlich in die Pipeline gebracht und das hat funktioniert. Mein Name ist Steve Jobs und ich habe Apple gegründet. So, und ich glaube im Endeffekt, das müssen wir lernen. Ja. Und dann haben wir auch ein deutsches Apple, wenn es dann richtig funktioniert und aufgeht. Sehr gut. Also das war's von mir. Wenn du noch Fragen hast, kannst du die jetzt auch gerne stellen. Wenn nicht, bedanke ich mich auch sehr gerne. Ich danke, dass ich hier mitmachen durfte und ich wünsche dir vor allem alles Gute bei den Challenges, die noch anstehen. Und ich sage, bitte unterstützt ihn. Und jetzt die nächsten anstehenden Challenges, da wünsche ich dir einfach alles Gute dabei. Und mich hat es gefreut, dass ich heute ein bisschen mitmachen durfte. Alles klar, danke schön. Alles Gute, mein Lieber. Danke. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Perfekt in time, fertig.